Und der Beitrag, der macht mich jetzt so ein bisschen ratlos. Ich weiß jetzt nicht, also welche Intention der hat und also nach dem Motto, jetzt haben wir es euch nochmal gesagt oder was sollte jetzt also halt dabei rauskommen? Also ich kann für mich sagen, ich weiß jetzt nicht, eben so, wie die Abstimmungsgeschichten auf der Regierungsebene gelaufen sind, weil ich sitze ja nicht also immer mit am Tisch, aber irgendwie können wir ja konstatieren, dass das, was Sie im Kern begehrt haben, jetzt umgesetzt wird. Da haben wir gleich noch also den Tagesordnungspunkt 8 auf der Tagesordnung und das haben Sie ja selber gesagt, das, was als ursprüngliches Ziel verfolgt wurde, das setzen wir um, das passiert also halt an der Stelle. Und Herr Lenz, wie hat der alte Kanzler Kohl immer gesagt, entscheidend ist, was hinten bei rauskommt. Und insofern will ich das jetzt auch nicht weiter ausdehnen, weil es kommt ja letztendlich aus das bei raus, was wir uns an der Stelle gewünscht haben. Eins will ich klarstellen, ich bin nicht der Meinung, dass eine Übertragung der Geschäfte um die Beratungsangebote auf die kommunale Ebene nicht zum 01.01.2020 möglich gewesen wäre, weil die sich da erst einarbeiten müssen und so weiter und so fort, weil die kommunale Ebene war ja auch in dem bisherigen Verfahren immer im Sold beteiligt. Es war ja nicht so, als wenn das völlig an denen vorbeigegangen ist. Ein Großteil der Vorgänge standen bei denen in den Aktenschränken. Und jetzt zu sagen, jetzt kommt ein Ding also auf uns zu, wo wir Schwierigkeiten haben, überhaupt das administrativ zu handeln, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Und deswegen haben wir als SPD-Fraktion an der Stelle auch diese Haltung gehabt. Was ich nachvollziehen kann und was meines Erachtens nach durchträgt, ist, dass Verwaltungen in Zeiten der Corona-Pandemie letztendlich sich anders aufgestellt hat und dass da schon Friktion eine Rolle spielte, die wir vorher nicht gehabt haben. Also wer war im Homeoffice, wer konnte nicht mehr arbeiten, wer war Risikogruppe und so weiter und so fort. Also das waren ja schon Dinge, die letztendlich einen neuen Sachverhalt dargestellt haben und insofern will ich an der Stelle auch meine Rede beenden und sagen, ja, schön, dass wir mal drüber, hat zwar nicht viel gebracht jetzt, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.